Bei Let's Dance sind in diesem Jahr besonders viele Augen auf Kerstin Ott, 37, gerichtet. Die Sängerin hatte sich sehnlichst gewünscht, mit einer weiblichen Tanzpartnerin an dem Wettbewerb teilzunehmen, eine Premiere in den 12 Staffeln der Erfolgsshow. In den kommenden Wochen wird die Musikerin gemeinsam mit Regina Luca, 30, an ihren Tanzkünsten feilen und daher viel Zeit mit der Choreografin verbringen. Gefährdet das womöglich die Ehe der Chartstürmerin? Im ogmac.de-Interview gibt Kerstin Entwarnung, ihre Frau Carolina sei ganz und gar nicht eifersüchtig auf Regina. Im Gegenteil, sie fiebert stattdessen eifrig beim Let's Dance-Abenteuer mit, jedoch nicht ganz ohne Hintergedanken. Die hat sich tierisch gefreut, weil ich aktuell nicht mit ihr auf die Tanzfläche gehe und tanze und sie ist eine leidenschaftliche Tänzerin, verrät der Schlagerstar. Kerstins Liebste Carolina erhoffe sich nun, dass beide nach der Showteilnahme auch privat öfter mal die Hüften gemeinsam schwingen werden. Carolina kann es daher kaum erwarten, dass ihre Frau beim Let's Dance Training Fortschritte macht und wird sich auch die eine oder andere Tanzstunden nicht entgehen lassen. Da das Training ja bei uns zu Hause stattfindet oder bei uns in der Stadt, wird Carolina dann natürlich auch öfter beim Training vorbeischauen, freut sich Kerstin auf die kommenden Wochen.